warmen Jahreszeit kommen besonders viele Kinder zur Welt. Bei uns und bei unseren Tieren. Doch nicht jede Geburt verläuft ohne Probleme. Manchmal wird es gefährlich. Für Mutter und Kind. Mama, willst du dich nicht ein bisschen ausruhen? Geht schon. Kannst du aber, Mama. Ich mach das. Du musst ja schon die Geburt alleine machen. Ja, und du musst zur Schule, Paulina. Aber ich könnte doch. Der Behälter ist außerdem viel zu schwer für dich. Itschusch. Aber das ist bestimmt nicht gut fürs Baby. Jetzt geh schon. Ich pass auf Mama auf und auf das Baby auch. Jetzt pack deine Sachen. Du kommst zu spät. Itschusch. Hey, aufwachen! Oh. Haben Sie etwa übernachtet? Das geht aber nicht. Oh, meine Tür einfach so aufreißen, das geht schon, oder wie? Oh, auch noch frech werden! Gibt's ein Problem? Was ist das denn? Wollen Sie hier Ihre Grünabfälle abladen, oder was? Okay. Bitte Vorsicht mit den Pflanzen, die will ich gleich noch verkaufen. Ah! Heiland! Ah! Also dann, auf gute Zusammenarbeit. Paulinchen. Ja, alles klar? Bei mir schon. Bei deiner Mama ist auch alles in Ordnung? Ist es da, das Kälbchen? Ja, ist heute Nacht schon gekommen, leider hat es niemand bemerkt. Wieso leider? Ist was passiert? Kann ich es sehen? Es ist halt so, sie interessiert sich null für ihr Kalb. Sie nimmt sich an, als wäre es Luft für sie. Ich versuche in Selma melken. Vielleicht kommt was. Wieso? Gibt Selma ihrem Kälbchen keine Milch? Weißt du, manchmal ist es so, dass sich eine Mutterkuh nicht besonders für ihr Kälbchen interessiert. Das heißt, es hat doch gar nichts getrunken? Ich könnte ihm was geben. Paulina, lass Doktor arbeiten. Aber ich könnte ihm doch helfen. Ist schon okay, Thomas. Es handelt sich um die sogenannte Biestmilch. Das ist die erste Milch, die das Kälbchen zu trinken kriegt. Und da sind ganz viele Abwehrstoffe drin, damit es nicht krank wird. Ich mach das, Papa. Paulina, geh in Schule. Aber wie soll ich denn in die Schule gehen, wenn es dem Kalb schlecht geht? Ich habe das Kleine noch nicht ganz aufgegeben, aber es hat enorme Lungenprobleme. Es hat bei der Geburt eine Menge Schleim eingeatmet. Es wird es sehr, sehr schwer haben. Ich habe ihm jetzt erstmal eine appetitanregende Infusion gesetzt. Aber wenn die Mutter weiterhin so viel Desinteresse zeigt, dann wird es wohl nicht überleben. Ey, geht's noch langsamer? Bascha, Bruscheda, Cecilia, Danuta. Wozu brauchst du überhaupt deinen Namen? Wenn's eh stirbt. Jetzt komm, wir sind eh schon zu spät. Emilia, Esmeralda, Elena. Jetzt kommt wohl F. Ah! Feline, Feodora. Kriegst du wohl ein Geschwisterchen? Freust du dich bestimmt, oder? Also ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber der Name ist für... Ich habe bestimmt auch was für deine Mama. Sie fühlt sich bestimmt manchmal schlapp und matt. Das ist eine Mischung mit Sonnenhut. Die hilft Mutter und Kind. Vor allem, wenn man sie mit einem Rehgehirn ausgräbt. Hier,
Das lässt du dann im heißen Wasser ziehen und den Sud gibst du ihr dann wie Tee. Wie Tee? Hilft der denn allen Babys? Mhm. Komm, lass. Schenke ich dir. Danke. Wanda. Ich bin Paulina. Tschüss. Tschüss. Ist die Schule ausgefallen? Ja, die ersten zwei Stunden. Aha. Die dritte und die vierte. Darf ich die kochen? Was ist denn das? Das sind Heilkräuter. Habe ich von der Kräuterfrau. Die hat gesagt, das ist das Beste bei so Geburtsproblemen. Paulinchen, das ist doch echt großartig, dass du dich so um deine Mama kümmerst, aber du kannst ihr doch nicht irgendein Gebräu einflößen von irgendeiner dahergelaufenen... Sie ist toll! Sie hat einen zahmen Raben. Ruf das weg bitte, ja? Grüß Sie. Hallo. Wanda? Ja. Wanda. Ich habe gehört, Sie suchen ein Zuhause. Also ein Ort für Ihr Zuhause, also ein Wohnort. Einen Lagerplatz suche ich, ja? Ja. Haben Sie da was? Die anderen sagen zwar, man soll Ihnen nicht helfen, aber... Wer sagt das? Aber so einer bin ich nicht. War ich nie. Ich sag immer, Waldau braucht junges Blut. Frisches Grün, also neues Gemüse. Das ist Bio, ne? Können Sie auch gern mitnehmen. Hier. Danke. Ja, ich habe Ihnen da schon mal aufgemalt, wie Sie da am schnellsten hinkommen. Danke. Ja. Das Kreuz wäre dann das Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass du so viel trinkst. Aber das ist gut. Weißt du, dann kümmere ich mich eben um dich. Wenn deine Mama keine Zeit hat oder keine Lust, ich weiß ja auch nicht. Aber du haben Zeit, ja? Paulina, du kannst nicht Schule schwänzen wegen diese Kalb. Aber Papa. Nix, aber Papa. Du hast schon Mama um Finger gebunden. Man sagt gewickelt, Papa. Gewickelt, ja, du sprichst gut Deutsch. Darum muss weitergehen in Schule. Los. Aber das Kalb. Ich mache das zu Ende, ja? Aber es gibt kein zu Ende, Papa. Jemand muss sich die ganze Zeit um Felicia kümmern. Bis sie genug Kraft hat, alleine zurechtzukommen. Guck, ich bin froh, wenn du alleine zurechtkommst. Hm? Komm, geh. Ich mach das. Hey! Was machst du für ein Gesicht? Ist wegen dem Kalb, hm? Komm mal her. Komm mal her. Dann kann man nichts ändern. Wir verlieren hin und wieder mal Tiere. Aber nicht Felicia. Das gehört dazu zum Leben. Hey, kann ich mir das neue Kalb hineinsehen?
Guten Tag, Herr Grieshaber. Hallo. Paulina. Ich muss Hausaufgaben machen. Lass doch, Tomasch. Schaden kann's auch nicht, hm? Los, schiebt ab, Mädels. Dauert eh nicht mehr lang. Mama und Papa wollen nicht, dass ich die ganze Zeit hier bleibe. Warum nicht während der Schulzeit, du Scherzkeks? Wir könnten uns abwechseln. Ohne mich. Dann wechseln eben Paulina und ich uns nur ab. Warum bist du so? Du weißt genau, was mit so einem Schwächling passiert. Den füttert Vinzenz bestimmt nicht monatelang mit durch. Hättest ruhig mal auf Papa hören können. Warum machst du so einen Stress, wenn jeden Moment das Baby kommt? Werd endlich erwachsen. Hör nicht auf ihn. Wir schaffen das schon. Also, hier könnten Sie Ihr Lager aufschlagen. Mhm. Meinetwegen das ganze Jahr. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Ja, ich will. Toll. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich könnte hier mein Kräuterbeet anlegen und dort vielleicht das Zelt aufstellen. Natürlich nur, wenn Sie es erlauben. Ja, ich will. Nelly, was ist denn? So einen verirrten Nachtvogel aufgelesen. Ich mach mir bloß Sorgen. Ach. Weißt du, manchmal muss ich eben ein bisschen länger arbeiten. Nicht um dich. Nein? Doch, auch. Ab ins Bett, Onkel Philipp. Jawohl. Eigentlich geht's um Paulina. Und um das Kälbchen, ja? Ich fahre morgen noch mal vorbei. Ich habe eine Antikörpertherapie bestellt. Aber ich muss Vinzenz erst davon überzeugen, dass er sie auch bezahlt. Letztendlich ist das seine Entscheidung. Aber warum um Paulina? Sie kümmert sich doch um das Kälbchen. Sie wollte sogar im Stall übernachten. Doch ihr Papa hat's verboten. Ja, wahrscheinlich macht er sich Sorgen um Maria. Die ist schwanger, da gibt es Risiken, Infektionsgefahr. Aber die Männer sind auch den ganzen Tag bei den Kühen. Wie ich Paulina kenne, wird sie einen Weg finden. Genauso wie du jetzt dann ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, Ränder gewaschen? Ich bin deine Papa, nicht Vinzenz. Ja? Hab ich was gesagt? Gehst du nicht mehr in dieser Stall? Tag? Tag. Gute Nacht, Pavel. Nacht, Papa. Nacht. Nicht wecken. Ist besser so. Schlecht geträumt. Das ist unser Baby. Unser Baby geht gut. Machst du bitte das Fenster auf, Kochanja?
Ihr Mann ist in Stall. Was? Angst zu haben, Felicia. Ich bin ja bei dir. Auch wenn deine Familie stinkt. Hallo? Hallo? Papa? Pavel. Ich war das. Hab vergessen, das Licht auszumachen. Entschuldigung. Hey. Ja, Pauline macht ja alle mit ihrem Kälbchen verrückt. Wollte ich halt noch mal nachschauen. Mhm. Nochmal helfe ich dir nicht. Alles okay. Lebt noch. Nacht ging es dem Kälbchen schlechter und schlechter. Und niemand außer einem kleinen Mädchen stand ihm bei. Hi Nelly, ich bin's, Paulina. Ich hatte gehofft, du bist schon wach. Vielleicht kannst du ja deinen Onkel vorbeischicken, wenn du das hier hörst. Ich muss los. Mehr von dem Wunderkraut besorgen. Es wirkt am besten bei Vollmond, hat Wanda gesagt. Die Kräuterfrau, weißt du, die hat Ahnung, glaube ich. Ich bin spät dran. Wünsch mir Glück. Frühstück! Na, schmeckt. Ah, kümmert sich deine Mutter nicht um dich, ja? Hm? Paulina. Paulina! Thomas, was ist denn los? Paulina hat im Stall übernachtet, habe ich verboten. Paulina, kommst du runter? Paulina hat den Stall übernachtet. Paulina ist weg. Ich kann sie nirgends finden. Was, Paulina weg? Ich habe gestern Nacht um 4 mit Nelly telefoniert. Ich rufe Nelly an, vielleicht weiß sie, wo Paulina ist.
Morgen. Sorry, hat ein bisschen gedauert mit den Immunglobulinen. Ist Paulina wieder da? Thomas und Pavel suchen sich schon, sie hat im Stall übernachtet. Das Kälbchen hat überlebt. Mhm. Möglicherweise besteht da ja ein Zusammenhang. Echinacea. Sonnenhut. Weiß der Teufel, warum sie das Kalb damit abgefüllt hat. Stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte. Hat Paulina richtig gut gemacht. Kälber, die per Hand großgezogen werden, haben um 50% höhere Überlebenschancen. Was soll das heißen? Das heißt, dass Paulinchen dem Kleinen heute Nacht vielleicht das Leben gerettet hat. Paulina, du bist es. Ist der Sonnenhut schon alle? Ist der ganz verfroren? Komm mal mit rein. Du bekommst einen Tee, hm? Aber ich muss nach Hause. Kannst du ja, aber jetzt wärm dich erstmal auf. Was will sie denn im Wald? Was hat diese Frau ihr eingeredet? Ist das eine Hexe? Nein, die ist bestimmt völlig harmlos, Maria. Aber warum hört Paulina auf sie? Sie soll Kräuter sammeln, hat Belli gesagt. Nachts im Wald, bei Vollmond. Geht's jetzt los? Ich glaube schon. Warum nimmt sie Handy nicht mit? Kurde molle nie możliwe. Will sie nicht, dass wir sie erreichen? Hä? Maria? Maria? Ist soweit. Warte, ich helfe. Ich mach das nicht zum ersten Mal, Swanse. Ich lasse dich nicht allein. Sie ist nicht allein, Thomas. Putsch. Wir schaffen das schon. Such du Paulina. Jetzt, wo mein Sohn geboren wird. Lässt du nicht deine Tochter allein im Wald umherirren? Versprichst du mir? Ja. Tomasz, nimm Pavel mit, der kennt sich hier am besten aus. Es wird alles gut. Sie kann noch schwimmen, Papa. Besonders tief ist das hier nicht. Warum sie das jetzt macht, hä? Baby kommt. Ich muss bei Mama sein. Das hat sie doch nicht gewusst. Sie freut sich doch genauso auf das Baby wie wir. Papa? Papa, ich glaube, sie ist da lang gelaufen. Paulina! Wer wohnt denn da? Werden wir gleich sehen. Hallo? Aufmachen! Habe Frage, hallo! Was ist hier los? Was? Suchen Sie die Kleine. Was haben Sie gemacht? Wo ist meine Nichts. Tochter? Papa! Paulina! Was machst du? Warum laufst du weg? Baby, komm, Mama ist im Krankenhaus. Ich musste den Sonnenhut suchen und Wanda hat mir... Das Baby kommt? Ja. Papa, wenn du dich beeilst, dann schaffst du es noch in die Klinik. Na los!
Oswald und ich bringen sie schon nach Hause. Gut. Onkel Philipp sagt, Medikamente können ein Tierkind gesund machen. Aber genauso wichtig ist Pflege und Zuneigung. So wie bei uns Menschen. Sie sind da. Langsam, hey, hey. Hey. Oh, er ist so süß. Kommt ganz nach mir, was? Gar nicht, er ist hübsch. Na, du Ausreißerin? Ich bin nicht ausgerissen, Mama. Ich musste was erledigen. Ich weiß, du musstest dein Leben retten. Dr. Hansen hat gesagt, das hat sie auch. Also ich finde, er sieht eher mir ähnlich, oder Papa? Ich hab bestimmt deine Dickschette. Ja, und wie man sieht, hat es hier auch sein Gutes. Tja, Ende gut, alles gut. Obwohl das Ende hier ein Anfang ist. Ich wünsche dir ein schönes Leben, kleiner Bruder Kasimir. Und dir auch, Kälbchen Felicia.